Leute, ich melde mich jetzt aus der Maserati Lounge, quasi Backstage hier wieder, hinter den Kulissen. Hinter mir der Maserati Quattroporte. Kaum sind wir aus der Ferrari Lounge entflohen, hat es uns in die Maserati Lounge verschlagen. Wir haben schon einiges Probe gesessen. Ausführliche Videos dazu folgen natürlich. Quattroporte, Ghibli, MC Stradale, Grand Sport, also Grand Capri Sport, sorry, alles vorhanden. Und ich sag mal, wir lassen es jetzt einfach ein bisschen gut gehen. Das super Gute ist natürlich, wir können hier einigermaßen in Ruhe filmen. Super geil und ich gönn's jeden. Also schaut, dass ihr irgendwie an Karten kommt, dass ihr so eine Einladung bekommt und dann nochmal reinkommt. Also absolut geil. Man sieht die ganzen Leute stehen draußen. Ich meine, von mir aus könnte hier jeder reinkommen und ich würde es niemandem verübeln. Probe sitzen. Super geil, ja. Ich weiß nicht, was findet ihr am Maserati so gut? Erzählt mal, ich verbinde Maserati immer mit Sound. Gran Turismo S, V8, 4,7 Liter, also eines der geilsten Motorenklänge und Abgasanlagen-Sounds, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sagt mal, was ihr so davon haltet. Habt ihr besondere Wünsche, was ich filmen soll, euch wiederbringen soll? Ja, Maserati leider jetzt nichts allzu Innovatives, Neues. Und wie gesagt, wir wandern dann auch noch später weiter zur nächsten Lounge quasi. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Gucken. Wir werden dann mal eine Kleinigkeit essen gehen, noch etwas zu trinken besorgen. Alfa Romeo da drüben. Vorhin schon im Kommentar gelesen, wie sollen wir die neue Giulia besuchen? Ja, das haben wir schon gemacht, Leute. Ich habe auch schon ein Video gemacht. Leider kommt man da nicht an die Autos ran. Egal ob Einladungen oder sonst was oder nicht. Einmal sind wir, ja doch, ein Giulia war da, an dem konnten wir Probe sitzen. Werde ich euch auch zeigen. Bis dahin, halb zwei, Mahlzeit, Leute.